Heute ist ein richtig beschissener Morgen. Gestern Abend hatten wir ja noch unsere Gäste an Bord genommen, Eugen und Nika. Und dann stellen wir fest, dass der Kühlschrank nicht mehr geht, der Inverter nicht mehr geht, kurzzeitig auch der Bildschirm und der PC nicht mehr ging. Statt jetzt loszufahren, stehen wir jetzt hier und versuchen, dieses Problem zu lösen. Gestern natürlich noch einen riesen Großeinkauf gemacht. Die ganzen Lebensmittel werden jetzt langsam warm. Liebe Freunde, wir sind Olena und Johannes und haben uns letztes Jahr dieses Segelboot gekauft, unsere Jobs gekündigt und unsere Wohnung aufgegeben, um unsere Heimat im schönen Südschwarzwald gegen ein Leben auf dem Wasser einzutauschen. Nun ziehen wir einmal quer über die Alpen, um in das bislang größte Abenteuer unseres Lebens zu starten. So, das ist die Steuereinheit. Da habe ich mir gerade ein Tutorial angeschaut und da steht, dass man eine Sicherung wechseln kann. Und die habe ich jetzt gerade mal rausgemacht. Und siehe da, sie ist wirklich durchgebrannt. Das heißt, ich habe jetzt die Hoffnung, die zu tauschen und dann geht's wieder. Das wäre ein Traum. So, die neue ist leider auch direkt durchgebrannt. Hat gar nichts gebracht. Also wir haben den Inverter aufgeschraubt und haben herausgefunden, dass zumindest diese vier Sicherungen, die im Inverter verbaut sind, alle durchgebrannt sind. Mhm. Also wir haben irgendein Problem. Also wir hatten jetzt ja dieses große elektrische Problem und ein Symptom war, dass unser USB-Ladegerät kaputt gegangen ist. Und wir haben jetzt ein neues gekauft, das tausche ich jetzt mal aus. Das ist vor allem eigentlich diagnostischer Natur. Natürlich brauchen wir das auch. Aber wenn das jetzt dann funktioniert, dann weiß ich zumindest, dass das jetzt ein einmaliges Problem war. Und wenn das Problem gleich wiederkommt, dann weiß ich, dass wir noch irgendein systemisches Problem haben. Aber das ist jetzt erstmal der Plan. Naja, gucken wir mal, ob ich das hinkriege. Die Kabel sind schon relativ kurz hier und ich habe keinen Inverter, also kann ich nicht löten. So. Das ist schon mal entisoliert. Vor der Sicherung, vor dem Ladegerät war eine Sicherung drin, die war durchgebrannt. Als ich die getauscht habe, ist sie nochmal durchgebrannt, sodass wir dann drauf gekommen sind, dass wahrscheinlich das Ladegerät kaputt ist. Jetzt baue ich hier eine neue ein mit 2,5 Ampere. Das Ladegerät kann maximal 2,1 Ampere. Also glaube ich, dass es so eventuell Sinn macht. Aber wenn die nochmal durchbrennt, naja, werden wir sehen. Gucken wir mal. Okay. Hat's gefunkt? Hast du irgendwas gesehen? Nee. Und sein Herd. Akku wird geladen. Yes, geil. So. Tiefpunkt ist schon überschritten. Es geht wieder bergauf, aber der Kühlschrank ist nicht mehr zu retten. Wahrscheinlich wissen wir noch nicht. Es ist ein 30 Jahre altes Teil, was jetzt lange gelaufen ist. Ja, wahrscheinlich muss man den tauschen, schätze ich mal. Und Inverter ist wahrscheinlich auch hin. Das einzig Dumme ist, dass wir nicht wirklich wissen, warum das passiert ist. Das ist ein bisschen ärgerlich und unbefriedigend. Ja. Und wenn das nochmal passiert und alles nochmal kaputt geht, dann sind das Tausende, die einfach in den Sand gehen. Ja, genau. Das sagt man so? In den Sand gesetzt. Ja. Ah ja, genau. Genau, deswegen. Jetzt sind wir auf dem Weg zum nächsten Laden, um zu gucken, ob die irgendwas haben, was wir gebrauchen können. Und, ja. Oder jemand kennen, der Kühlschränke repariert. Naja, schwierig. Mal gucken. Nachdem wir in Zadar alle möglichen Läden abgelaufen sind, wurden wir an einen Mechaniker in Sukhoshan weiterverwiesen, sodass wir uns vorgenommen haben, am Montag dort in Sukhoshan zu sein. Als wir dort waren, kam der Mechaniker, leider konnte er uns auch nicht weiterhelfen und schickte uns weiter zum Kühlschrankspezialisten nach Split. Wir nutzten aber trotzdem noch die Gelegenheit, alle unsere Wassertanks aufzufüllen, zu duschen und das Deck zu säubern.
Okay, da aktiviert. Okay, ich kühle nochmal den Tank. Ja. Und der alle auf. Okay. Ja, jetzt nutzen wir natürlich hier nochmal die Chance, alle Wassertanks aufzufüllen. Wir waren noch nicht ganz leer. Ja, hör auf. Hör auf. Jetzt haben alle nochmal geduscht. Jetzt müssen wir die Duschbilge wieder abpumpen. Und der Überlauf von den Wassertanks geht auch da in die Duschbilge, sodass da jetzt auch noch ein bisschen was rausläuft. Nee. Du musst jetzt den Hahn aufmachen und du musst es auf den Boden legen. Auf dem Weg nach Split ankerten wir eine Nacht auf halber Strecke in einer kleinen Bucht nördlich der Insel Caprile. Ja, wir haben hier diese ekligen Würmchen zum Angeln. Bis jetzt haben wir noch kein Glück damit gehabt, aber die Teile sind echt ekelhaft. Und stinken auch gut. Du musst den schneiden, also. Oh! Ein bisschen abreißen, so ein Stück. Aber als ich diese Rolle ausgesucht habe, die heißen von dieser Marke alle so Commander. Klar. Wir gehen natürlich bei jeder Gelegenheit tauchen, auch so in dieser Bucht. Hier haben wir unseren ersten Oktopus gesehen, leider ohne die GoPro. Dafür haben wir noch diesen komischen Schwamm gefunden. Falls jemand weiß, was es ist, lasst es uns wissen. Also wenn wir jetzt einfach fressen werden. Der ist zu klein, oder? Also. Willst du ihn essen? Jetzt nicht. Was machen wir damit? Ja, man müsste ihn. Nika! Oля, отпускаем. Ja, ich weiß nicht, das lohnt sich nicht. Also. Ja, was sie lieben, sie ist also, zu klein. Wir können 4 davon. Und wir rauschen hier nur so dahin. So, wie ist die Stimmung bei euch? Gut.
machen jetzt endlich ein bisschen Fortschritte mit unserem Kühlschrankproblem. Die beiden Jungs, die gerade den neuen Kühlschrank eingebaut haben oder dabei sind, die sind kurz was essen gegangen. Und ich stehe hier inmitten des ganzen Chaos, aber mit der Hoffnung, dass wir heute Abend ein kaltes Getränk trinken können und nicht alles 30 Grad warm ist. Wäre schön. Nachdem der Kühlschrank von der kroatischen Firma installiert wurde, mussten wir wegen eines kroatischen Feiertags noch einen Tag warten, bevor wir beim Laden in Split den neuen Inverter abholen konnten. Wir nutzten die Zeit, die 5 Seemeilen nach Troge zu segeln und uns die Altstadt anzuschauen. Die Stadt hatte eine sehr bewegte Geschichte. Ursprünglich wurde die Stadt als griechische Kolonie gegründet, wurde dann viele hundert Jahre von kroatischen Herrschern regiert, im 12. Jahrhundert von den Sarazenen komplett zerstört, ab dem 15. Jahrhundert fiel es unter venezianische Herrschaft, danach wurde sie über 100 Jahre österreichisch, bis nach dem Ersten Weltkrieg. Dann wieder kroatisch, dann jugoslawisch bis 91 und dann wieder kroatisch. Die Altstadt ist wunderschön, aber leider ist das inzwischen weltweit bekannt. Es laufen Scharen von Touristen durch die Gassen und im Hafen liegen dekadente Luxusjachten im Päckchen. Wir fanden einen gratis Ankerplatz im Osten der Stadt, mussten dafür aber so ungefähr 1,5 Kilometer reinlaufen. Wie war die Fahrt? Anstrengend. Die Kiste war deutlich größer als ich dachte. Sie passte natürlich nicht hier rein, aber sie hat auf den Gepäckträger gepasst und dann konnte ich halt vorsichtig fahren. Und jetzt haben wir das Teil. Also, heute packen wir unseren neuen Inverter aus. Den habe ich gerade mit dem Fahrrad einmal quer durch Split gefahren. Unser letzter ist hier abgeschmiert aus unerklärlichen Gründen. Wir wollten eigentlich sowieso einen neuen, besten, größeren. Und jetzt ist die Wahl auf Victron gefallen. 5 Jahre Garantie. Das heißt, wenn jetzt noch irgendein Scheiß passiert, dann bringen wir den einfach zurück. Und haben dann hoffentlich unser Energieproblem gelöst. Ich hoffe, er passt. Wir haben es eigentlich natürlich ausgemessen, aber es ist schon ein Gerät. Uiuiui. Ich hoffe, es passt an die vorhergesehene Stelle. Ich habe jetzt alles soweit vorbereitet. Plus- und Minuskabel, 50 Quadratmillimeter, also richtig fett. Hier ist eine 160 Ampere Sicherung, die ich gleichzeitig auch als Schalter benutzen will, falls ich mal doch den Strom ganz abnehmen will. Und genau, jetzt suche ich gerade noch ein passendes Erdungskabel und werde dann die 230 Volt Litzen da noch reinschrauben und dann testen wir es mal. Give it a try. Okay. Jetzt, theoretisch dürfte er jetzt nicht angehen. Das müsste der Anknopf sein. Doch, er geht an. Ich mache jetzt meinen Hauptstrom an. Wobei, jetzt gucke ich einmal, ob es auch so geht. Inverter springt an. Unsere Inverterlampe geht nicht mehr. Das ist schade. Ah, weil der Hauptstrom noch aus ist. Hauptstrom geht an. Inverter-Alarm, warum blinkt der Alarm? Gut, aber das funktioniert mit dem Schalter. Lesen wir kurz den Alarm durch. Magst du eine Steckdose ausprobieren? Ja, gleich. Warte, ich lese einen kurz. Geht noch nicht.
Nach etwas Brainstorming und Rücksprache mit unserem Voreigner konnten wir das Problem lösen. Er hatte ein Relais installiert, was automatisch den Landstrom trennt, wenn man den Inverter anschaltet. Dies war jedoch mit dem neuen Inverter nicht mehr kompatibel, sodass wir das umgehen mussten. Dadurch, dass wir vor Anker lagen, mussten wir den Inverter erstmal zum Laufen bringen, damit wir für die Montage an der Wand die Bohrmaschine nutzen konnten. Nach dem Bohren der Löcher schnitten wir M5-Gewinde hinein und schraubten die Halterung fest. Also, die Installation hat gut geklappt. Der Inverter ist eingebaut. Wir haben es jetzt nicht mehr gefilmt, weil wir dann zu kaputt waren an dem Abend. Das hat wieder natürlich den ganzen Tag gedauert und ein Teil hat nicht gepasst. Dann muss man nochmal losziehen und naja, wie es immer so ist auf dem Boot. Ja, und der Inverter war direkt im Einsatz. Direkt nach dem Einbauen, als es funktioniert hat, haben wir uns direkt fett gekocht und dabei das dann nicht mehr gefilmt, wie wir Wand zugeschraubt haben und sozusagen diesen Final Touch gemacht haben. Jetzt können wir mit dem Inverter bis 2000 Watt den nutzen. Das heißt, wir können jetzt damit kochen, wir können damit also auf so einer kleinen Induktionskochplatte und wir können damit die Waschmaschine betreiben, auch mit 40 oder 60 Grad. Und ja, das ist schon mal ziemlich cool und für so Kleinigkeiten wie Laptops laden reicht es natürlich locker. Genau, das ist tatsächlich kommt noch dazu. Letzte ein paar Wochen könnten wir nicht Videos machen, weil unsere Laptops leer waren. Unsere Handys, das geht noch. Wir können die noch über 12 Volt Steckdose laden. Und ja, mit den Laptops hat es ein bisschen länger gedauert. Ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen und danke an unseren Patron. Und ja, danke. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.